Peng, Servus und Hallo, herzlich willkommen auf meinem Kanal Jacko Plays zu Transport Fever 2 und zurück zu meinem ersten Projekt, meiner ersten Staffel, das Schönbauprojekt Freifeld. Schön, dass ihr wieder reinschaltet. Jo, und der liebe Odo09 hat eine neue Mod veröffentlicht, das Village Pack, und jo, das ist mehr oder weniger prädestiniert dafür, auf dieser Map, auf unserem alten ersten Projekt Freifeld, verbaut zu werden, und von daher lohnt sich sicherlich und hoffentlich dieses Video, um mal kurz und knapp in die Mod einzusteigen und die hier auf der Map zu verewigen. Ich kann mich ausblenden und dann können wir jetzt gleich loslegen. Enjoy noch kurz den kleinen Flug am Rande von Freifeld entlang. Starten denn jetzt aber einfach mal. Tja, und die große Preisfrage ist, wo passt denn eigentlich so eine Mod namens Village Pack hin? Ich habe erst überlegt, ob wir die irgendwo Richtung Flughafen setzen. Also nicht in Freifeld ins Zentrum, da wird sie nicht hinpassen, sondern eher außerhalb. Und zum Beispiel Flughafen München-Freising wäre so ein sicherlich eine Village, die irgendwo in der Nähe Flughafen ist. Aber hinten taugt mir das nicht so richtig. Dann gäbe es noch hier unten diese Area, die ja schon sogar auch eine Bahnstation erhalten hat. Nur, ja, gefühlt, glaube ich, ist das auch nicht der richtige Ort. Denn wenn wir es nochmal schaffen, oder ich besser gesagt, sollte hier unten eigentlich noch ein großer Binnenhafen hinkommen. Ob das jemals passiert, steht noch auf einem anderen Blatt. Hier in dem Bereich denn wird sich Freifeld Stadt und auch sicherlich Gewerbeindustriegebiet weiter noch ausdehnen, wenn die Zeit da ist. Ja, und so könnte man es, boah, hier ruckelt es natürlich wieder gewaltig, hier hinten irgendwo hinbauen, aber das sieht auch alles nicht nach Village aus. Und dann die Flussseite wechselnd, hier auf der Seite, denke ich, kommt auch eher noch Großstadtgebiet hin, so wie die Straßenverläufe schon vorgebaut sind. Fahren hier mittlerweile schon LKWs? Haben wir mal irgendeine Linie eingerichtet, gell? Was so alles gibt, ist mir gar nicht mehr bewusst. Ich weiß nicht mal, dass ich die Betonmischermod habe. Ich kenne sie zwar, mir war aber nicht bewusst, dass die in Freifeld fährt. Gut, weiter im Text. Und so denke ich mir, bleibt eigentlich nur hier vorne so irgendwie der Zipfel. Das sind zwar auch relativ große Straßen, aber hier sieht es vielleicht am ehesten noch so, naja, Alt-Village-mäßig aus, wo einfach die Stadt schon, oder diese Kleinstadt schon, oder ja, der kleine Ort schon ewig da ist und dann die große Stadt irgendwann da erst noch in Richtung kleine Stadt entstanden ist. Ich weiß nicht, ob ihr mir folgen könnt und ob ihr denkt, es macht Sinn. Hier drüben gäbe es vielleicht auch noch in den Hills. Da sollten ja irgendwann mal die Freifelder Hills hin. Da muss auch noch viel passieren. Guck mal, habe ich auch schon lange nicht mehr angeguckt. Schaut gut aus, gell? Ach ja. Also, lange Rede, gar keinen Sinn. Zum Zweiten, hier in die Ecke probiere ich jetzt mal so eine Art Village, jedenfalls die Mod reinzubauen, zu verbauen. Hier fährt dann später auch die Straßenbahn hin. Die fährt wirklich oder kann vom Freifelder Hauptbahnhof bis hier rausfahren. Ja, vielleicht ist es ja ganz nett, wenn man hier probiert, was zu platzieren. Wie cool das Ganze wird und wie detailreich, ja, lasst euch überraschen. Ich lasse es mich auch. Wir werden jetzt sehen. Gibt es hier hinten noch was Neues? Ne, nur die riesengroße alte, meine erste Überwerfung. Ein paar Bahnarbeiter, die hier noch hinten ablungern. Sind gar nicht mehr da, die pennen wahrscheinlich gerade im Bauwagen. Ja, ihr seht hier, ja, es geht nur mühsam voran, aber es war ja irgendwann nicht mehr anders zu erwarten. Also, auf geht's, wir starten einfach mal und gucken mal, was wir hier auf die Schnelle hingebaut bekommen mit der coolen Mod. Ja, so, und als erstes, wir haben tatsächlich das Problem, dass hier absolut nichts Planares ist. Man muss hier alles glätten, aber die Straßen, die schon vorgelegt sind, harmonieren dann nicht, weil die sind auch nicht planar, und von daher müssen wir uns, wie hier hinten, ein bisschen aushelfen mit kleinen Fußwegen. Hier sieht man es gut, dass wir hier einfach, ja, die planare Fläche und die Häuser dann mit Fußwegen umranden oder begleiten, damit hier so halbwegs ein Schuh draus wird. Denn die Straßen abreißen und neu bauen oder probieren zu planieren, teilweise möglich, aber im Detail liegt die Krux. Das, ach, ist auch nichts Ganzes, nichts Halbes und nichts Ganzes. Von daher probiere ich es mal so, wie ich es gerade angedeutet habe, dass wir hier uns aushelfen mit ein paar Wegen. So, zum Andeuten muss es erstmal reichen. Ich habe immer noch nicht die Kollisions-Mod aktiviert, verdammte Axt. Und hier drüben die Straßenzüge ziehe ich erst weiter, wenn ich genau weiß, wie hier die Viertel entstehen sollen, noch zwischen Altstadt und dann jetzt unserem alten Village sozusagen. Aber auch mal hier mal ein paar Gebäude des Typs der Mod hinzubauen, ist das sicherlich schon ausreichend. Ja, und hier gibt es auch so eine Art Garage, Halle, Lagerhalle, Durchfahrtshalle. Kann man sicherlich auch wiederum als Feuerwehr verwenden. Oder ist TÜV-Halle, oder ist LKW-Reparaturwerkstatt oder ähnliches. Die verbauen wir an der Stelle mal nicht.
Wir setzen die restlichen Gebäude einfach mal. Und wir klicken mal kurz durch. Hier gibt es wirklich Village-mäßige Gebäude, klein, im kleinen Stil. Oder hier so Art Mehrfamilienhäuser. Auch, wie sagt man, auch so. Gibt es so eine Eisenbahnerdörfer, kennt ihr die noch von früher? Ich glaube, da so lassen die sich vielleicht ganz gut beschreiben. Ein paar Kirchen oder monumentale Bauten sind auch dabei. Guck mal, hier auch mit Balkon. Der ist, die schaut schon wieder sehr alt aus. Bisschen wild für unsere Stadt, aber es wird weitestgehend mit hinkommen. Und was auch gut ist, hier sind die Art Kirchen oder monumentalen Bauwerke. Da setzen wir auch was hin. Und was wieder super cool ist, dass das skalierbar ist, die ganze Geschichte. Ich kann es nur wiederholen. Das ist tatsächlich absolut wichtig und sehr, sehr cool, wenn es dabei ist, um wirklich viel mitzumachen. Gut, dann setzen wir erstmal hier die Kirche rein, würde ich sagen, oder was auch immer das genau sein mag. Schaut ja ganz gut aus. Nochmal kurz abmessen mit den anderen Gebäuden, weil wir jetzt da nichts in der Umgebung haben. Boah, das ist schon hoch. Ja, ich finde 100% jetzt mal auf die Schnelle geschaut, tatsächlich relativ passend. So setzen wir das Ding hier einfach rein, ausgerichtet so hier in Richtung altes Stadtzentrum der Altstadt von Freifeld. Vielleicht macht das Sinn. Zack. Soweit mal bis hier, die Häuser positioniert. Ihr seht, ich habe auch gar nicht alle Gebäudetypen verbaut, wie eben schon so ein bisschen angekündigt. Sind einige einfach nicht passend, beziehungsweise doch zu ländlich, als dass sie hier noch reinpassen würden. Und von daher muss es gut sein. Und mir geht es tatsächlich ja nicht nur um die finale Mod-Vorstellung, sondern um die Verwendung der Mod möglichst sinnvoll bei uns im Projekt Freifeld. Das sind erstmal die Gebäudetypen. Und da geht es jetzt darum, ja, also für mich ist das wie so eine ganz kleine Eisenbahnersiedlung, wenn denn da auch noch mehr Gebäude eigentlich stehen müssten. Jetzt geht es darum, dass wir die ganze Geschichte hier erstmal verkleiden, damit es ein bisschen schön wird. So, in der Eisenbahnersiedlung ein paar Zäune gezogen zur Abgrenzung. Und hier lassen wir das einfach offen. Und jetzt nach den Zäunen kommt ein bisschen Textur. So, hier sind dann ein paar schöne, unschöne, ja, Terraforming-Stellen. Die kaschieren wir einfach ein bisschen mit Hecke, und in dem Fall, weil es ein bisschen breit ist, mit Doppelhecke, und dann ist es schon fast verschwunden. Hier wiederum ist es nicht ganz so schlimm. Da setzen wir einfach nur nach oben hin auf der Straße noch einen Zaun und setzen vielleicht ein, zwei Bäume denn, und dann passt es auch schon. So, also der erste Teil dieser kleinen Siedlung ist mal fertig, und vielleicht erkennt ihr es, ich habe gar nicht so richtig mitgedacht. Die Wertstofftonnen, die Mülltonnen, die muss ich jetzt einfach von den Gebäuden platzieren. Das Ganze ist ja nur halb ausgeklügelt, aber ein Spielplatz ist dabei. Ein bisschen ein kleiner ja, Hinterhof oder eher eine kleine Gartenkulisse ist mit angelegt, und ich denke, für einen schnellen Schuss reicht es erstmal. Dann widmen wir uns mal fix den Kreisel, auch da keine große Geschichte. Quick and dirty, so dass es halbwegs solide ist erstmal, im Sinne dessen, dass man immer probiert, den optimalen Mix zwischen Qualität und Quantität zu erreichen. Jedenfalls bei solchen großen Projekten, denke ich, ist das verständlich und sinnvoll. So, ist das auch mal fix fertig gemacht. Widmen wir uns den letzten Abschnitt. Mal gucken, was wir hier jetzt auf die Schnelle noch so halbwegs solide zaubern könnten.
So, dann ist auch der letzte kleine Abschnitt mal soweit fertig. Hier einen Parkplatz mit ein paar Poller abgetrennt, dass die Fahrzeuge nicht auf den Gehsteig rauf können. Und dann, ja, was soll das sein? Vielleicht ein altes Atelier, dieses große Eckgebäude. Dahinter noch ein altes, mittlerweile schon eine Ruine, die noch auf dem Hinterhof oder hinten drin steht. Und dann hier vorne auch nochmal so eine Art Eisenbahnergebäude. Und dann sollte es auch schon auf die Schnelle mal bis hier gewesen sein. Jo, die S-Bahn fährt da hinten schon. Also hier gibt es schon einen gewissen Verkehr. Ich weiß nicht, ob ich das Ganze hier noch stärker verkleide. Grün geht ja eigentlich immer. Und hier gibt es auch ein paar adäquate Mülltonnen. Gelber, was wir eben hatten bei den anderen Gebäuden. Auch hier gibt es eine Mülltonnennische und sozusagen eine Fahrradunterstandnische. Und dann denke ich, ist es erstmal für, wie gesagt, quick and dirty solide. Und von daher, ihr habt die Gebäude gesehen. Ich glaube, die passen gut. Die passen hier gut hin. So im Sinne der kleinen Village-Idylle, der Vorstadt-Idylle. Und dann bin ich damit mal ganz zufrieden. Ja, ihr Lieben, dann soll es soweit gewesen sein. Kurz und knapp, kleines Video. Ich hoffe, euch hat es getaugt. Wenn noch nicht geschehen, lasst unbedingt uns sehr gerne ein Abo da. Ebenfalls freue ich mich auf eure Likes und Kommentare. Und wir fliegen nochmal über ein Teilstück des Projekts Freifeld hinweg. In dem Aufnahmemodus ruckelt es halt, wie schon so oft gesagt, da wird es nicht mehr besser. Aber vielleicht kann man es ja noch sehen und der eine oder andere kennt es von euch noch nicht. Und dann kann ich nur noch sagen, ich hoffe, ihr seid gesund und dann bleibt mir auch gesund. Vielleicht bis zum nächsten Video. Macht's gut, haut's rein, baba, der Checo. Ciao, servus, baba.